Bei Werner in Südafrika gibt es endlich ein zweites Tier auf dem Hof. Das ist eben ein gutes Zeichen von Wachstum und Erweiterung und das freut mich jedes Mal. Ich sehe schon das leckere Schnitzel vor mir. Außerdem haben wir Katrin und Marc und bei den beiden wurde es nach der Hofwoche wohl richtig heiß. Wir sind ein Paar, wir sind verliebt, glücklich zusammen und genießen es, ja. Und damit herzlich willkommen zum Finale von Bauer sucht Frau international. Wenn ihr Lust habt, vielleicht nochmal in die Folge reinzuschauen, dann ist der Link zu RTL Plus natürlich unten in der Videobeschreibung. Aber wie schon erwähnt, es ist die allerletzte Folge und damit wird heute natürlich auch alles beendet. Und wir fangen an mit Werner in Südafrika und der dachte sich für den letzten Tag nochmal ein bisschen Schokolade machen. Ich war gelernter Koch, weil ich schon immer interessiert war in die Produktion von den Zutaten und von Essen. Ja, die Bohnen habe ich frisch geröstet. Willst du mal schmecken? Kannst du gut essen? Jo. Und ich würde gerne die Möglichkeit haben, alles, was wir auf dem Tisch tun, selbst zu produzieren, auch Schokolade, die ich dann verkaufen kann. Und wenn schon Schokolade selbst gemacht wird, dann ist natürlich die große Frage, liebe Leonie, was ist denn deine Lieblingsschokolade? Was ist denn deine Lieblingsschokolade? Magst du ja dunkel oder ja Milchschokolade, was Süßes? Also ich liebe süß und mit Nüssen. Ah, okay, ja. Und in dem Moment dachte sich der Werner, gut, da habe ich ein bisschen reingeschissen, aber ja, er kann natürlich im Grunde alles. Die Schokolade wird eine dunkle Schokolade werden. Hätte ich vorher gewusst, dass Leone eher süße Schokolade mag, hätte ich auf jeden Fall eine Milchschokolade gemacht, statt der 70%. Aber schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ist deine Lieblingsschokolade? Also meine Lieblingsschokolade ist entweder ganze Haselnuss oder Triolade oder weiße Crisp oder Kinder Schokobons oder, also gut, ich esse wahrscheinlich relativ viel mit Schokolade gerne, aber schreibt mir mal eures in die Kommentare. Und wenn ihr eine Schokolade, die ich auch gerne esse, auch gerne esst, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal und weil ich alle Schokolade gerne esse, müsst ihr jetzt den Kanal abonnieren. Schachmatt. Und wie kriegt man jetzt die Schale da raus aus der Schokolade? Ich habe da so einen Föhn, das macht man mit Wind. Okay. Weil die Schale ist viel leichter als die kleinen Stücke. Ja, und wenn ihr das nicht ganz verstanden habt, also die haben jetzt halt diese Kakaobohnen geschrotet und da ist halt jetzt noch Schale mit dabei und die muss raus. Ja, und was soll ich sagen, der Werner ist einfach ein bisschen MacGyver. Das ist ganz einfach, arbeitet einfach mit Wind. Mhm. Also du hältst es nur davor, möglichst nah dran und dann lässt es einfach nur, dann kannst du so ein bisschen schütteln und dann lässt es fallen. Und du stehst jetzt, aber das meiste von den Schalen landen ab von dem Blech, genau. Und ich sehe schon wieder eure Kommentare, das hat der nicht richtig gemacht, das muss man anders machen. Ich freue mich ja immer über Kommentare, aber bei solchen Kommentaren bin ich immer ein bisschen, dann denke ich mir so, ja Bruder, dann mach's doch besser. Ne, es gab auch ein paar Kommentare wegen der Kuh, dass die nicht alleine sein darf und so. Leute, Dinge müssen wachsen, es ist nicht immer alles einfach perfekt. Aber ich fand auf jeden Fall, dass er eine gute Technik dafür hatte. Und es gibt auch bald ein neues Tier und dann ist die Kuh auch nicht mehr ganz so alleine. Haus bauen. Beinahe, aber nur für, nicht für Menschen, für ein kleines Schweinchen, das wir bald bekommen. Du kannst mir ruhig helfen, um es ein bisschen höher zu bauen, sodass das Schweinchen auch nicht ausbrechen kann. Okay, alles klar. Ja. Der Werner bekommt Rennschwein Rudi Rüssel und dafür muss natürlich auch ein unfassbar wunderschönes Gehege gebaut sein. Gut, dass du das gemacht. Ich finde es echt toll, dass Leonie sofort mitmacht und sie scheint auch eine gute Fähigkeit zu haben in praktischen Sachen. Leonie würde mir einen großen Freuden machen können, indem sie auf der Farm mitwirkt und wirklich den Traum sieht, den ich auch habe. Und wie ihr seht, die Leonie kann auf jeden Fall anpacken und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde dieses Potenzial, was so ein Werner mitbringt. Also wenn ich jetzt eine Frau wäre, Junge, ich wäre aber so mit da drinnen, ne? Das, ich finde es schon ein bisschen geil. Kannst du dir denn überhaupt vorstellen, mal Deutschland zu verlassen und zum Beispiel nach Südafrika zu ziehen? Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich habe ja hier auch schon mal gelebt, deshalb kann ich mir das gut vorstellen. Schön. Die Gespräche zwischen den beiden sind manchmal schon ein bisschen holprig und die sind auch beide so ein bisschen ruhig und zurückhaltend, aber irgendwie passen die auch gut zusammen. Schauen wir uns unsere Handwerker an. Sieht doch gut aus. Der Schwan sollte sich wohlfühlen, denke ich.
Glaube ich auch. Ja, ja. Ich bin erleichtert, dass wir so gut zusammenarbeiten können. Ja, und ich sehe jetzt schon wieder die Klugscheißer in den Kommentaren. Das Gehege ist nicht nach EU-Norm 354 perfekt gerade auf Vakante, gerade geschliffen. Ich find's schön. Leonie scheint mir sehr sympathisch und ich genieße die Gesellschaft mit ihr. Aber es ist mir sehr wichtig, dass meine Zukünftige auch meinen christlichen Glauben teilt. Weil ich glaube an der Heirat als ein lebenslanger Versprechen, so wie es in der Bibel steht. Also würde es mir wichtig sein, dass meine Frau, die dann zu mir tretet in Heirat, das Gleiche glaubt. Und das ist natürlich ein sehr wichtiges Thema. Ich selber bin katholisch aufgewachsen. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass ich wirklich glaube. Also ich bin jetzt, also ja, die Hochzeit finde ich schon ganz schön und irgendwie finde ich sehr schön, dass er das auch so sieht. Und ja, irgendwie habe ich mir für mein Leben auch immer die eine gewünscht, die man heiratet und mit der man dann das ganze Leben zusammen ist. Vielleicht klappt es ja für Werner. Brauche aber die Institution Kirche an sich nicht, um gläubig zu sein, weißt du? Ja, damit stimme ich ein. Da mir das Thema Religion auch sehr wichtig ist, finde ich es gut, dass Werner das auch anspricht. Also ich habe auf jeden Fall meinen Glauben gefunden und mir ist es wichtig, dass mein zukünftiger Partner meinen Glauben respektiert und den im besten Fall auch mit mir zusammen ausleben kann. Und auch wenn die Leonie die Kirche ablehnt, was ich auch verstehen kann, weil warum, also ja, es ist halt, es hat halt alles immer Positives und Negatives, ne? Und nichts ist so absolut, weil natürlich, ich finde Kirchen grundsätzlich nicht mega cool, aber auf der anderen Seite gibt es so eine Gemeinschaft, die eine Kirche bietet, für viele Menschen auch einen wichtigen Halt. Deswegen, es ist immer ein zweischneidiges Schwert, aber die beiden passen schon irgendwie gut zusammen. Ich freue mich schon, dass wir im Glauben auf einer Wellenlänge sind. Das heißt, dass es Leonie ja auch wichtig ist. Das war schon eine Erleichterung. Das hat die Möglichkeit für eine ernstere Beziehung auch geöffnet in meinem Herzen. Aber genug jetzt mit den ganzen religiösen Sachen. Jetzt kommt das Schwein und das Schwein, das wird, um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht genau, wofür die jetzt das Schwein haben, um das zu mästen und dann zu essen oder ob das noch irgendeinen anderen Sinn hat, aber es ist auf jeden Fall da. Das ist eben ein gutes Zeichen von Wachstum und Erweiterung und das freut mich jedes Mal. Aber die Hofwoche neigt sich natürlich dem Ende entgegen und deswegen ist natürlich die ganz große Frage, hat das mit den beiden Zukunft? Also ich finde dich sehr sympathisch und ich finde es super, was für eine Ruhe du ausstrahlst. Dankeschön. Ja, nee, ich bin auch ganz beeindruckt mit deiner Ruhe, wie du nur die Ruhe weg hast und dein Frieden, weißt du, im Leben und auch wirklich deinen Mut, weißt du. Um hier unter Fremden zu sein. Ja, ihr seid auch voll lieb, da kann man sich nur wohlfühlen. Und ich fand, das waren richtig schöne Worte und ich finde auch, dass das mal eine etwas andere Qualität ist. Nicht dieses mega oberflächliche, sondern ja, so ein bisschen, ich weiß nicht, irgendwie finde ich es schön zwischen den beiden. Ich genieße deine Gegenwart. Du würdest gerne weiter dich kennenlernen? Mich kennenlernen. Ja. Schön. Und wie sieht's bei dir aus? Ja, auf jeden Fall. Also ich wünsche den beiden wirklich alles Gute, aber können wir jetzt mal mit der Romantik aufhören? Ich möchte wissen, was mit der Schokolade ist. Die Schokolade sah super schön aus, schön geschmeidig und hat super lecker geschmeckt, 1A. Und dadurch, dass sie auch noch so ein bisschen warm war, ist sie so im Mund auch noch zerflossen. Das war echt lecker. Und beim nächsten Mal wird dann auch eine Milchschokolade gemacht und vielleicht gibt es dann auch noch ein paar Haselnüsse mit da rein. Und die Schokolade ist auch etwas, was der Werner irgendwann mal verkaufen will. Aber wie gerade schon erwähnt, die Hofwoche neigt sich wirklich dem Ende entgegen. Und deswegen gab es nochmal eine letzte Überraschung von Werner. Können wir uns Elefanten haben? Sehr cool. Ich freue mich. Gute Überraschung. Schön, das freut mich. Und die Zeit bei den Elefanten, die haben beide wirklich genossen. Werner hat auch richtig tolle Worte dafür gefunden. Es hat sich wirklich angefühlt wie eine andere Welt. Das war ein magisches Moment. Ich habe es echt genossen. Und ich muss ja sagen, dass Elefanten eine meiner Lieblingstiere sind. Also ich hatte früher Ameisen. Ich hätte auch voll gerne Ameisenfarm als Haustier. Also Ameisen sind meine Lieblingstiere und Elefanten und Vögel. Das sind schon große Tiere, ne? Ja,
Schon. Ich fühle mich ein bisschen klein. Man ist schon ein bisschen vorsichtig, wenn so... Wenn so ein großes Tier neben einem ist, ja. Man will nicht, dass sie auf dich treten, ne? Ja, musst du vorsichtig sein. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde Elefanten einfach so unfassbar schöne Tiere und die haben auch oft, ja, zumindest strahlen sie so einen schönen Charakter auch irgendwie aus. Die sind einfach so Brecher, ich mag die wirklich gern. Das erste Mal einen Elefanten zu berühren, fand ich sehr interessant. Die Elefantenhaut sieht so ein bisschen aus wie so Rinde vom Baum und fühlt sich sehr hart an, aber irgendwie trotzdem geschmeidig. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Also ich genieße es voll. Ja. Aber seien wir ehrlich, liebe Leonie, du hättest natürlich jetzt nicht nach Südafrika fliegen müssen, um einen Elefanten zu berühren. Wir hätten uns auch mal treffen können. Gar kein Problem. Spaß beiseite. Ja, ich hasse mich nicht. Es war nur ein Spaß, Leute. Entspannt euch. Ich bin ein guter Mensch. Ich höre auf, mich zu beleidigen. Es war ein Witz. Ich habe die Woche mit dir wirklich genossen. Wie war es denn mit dir? War es ähnlich für dich? Ja, bei mir auch. Also ich habe die Zeit allgemein hier genossen. Und ich finde es sehr schade, dass es jetzt zu Ende geht. Ja, am Anfang der Woche hätte ich mir nie vorstellen können, dass zwei Leute sich eigentlich so gut kennenlernen können, aber auch sich so gut verstehen. Aber es hat wirklich mit den beiden funktioniert. Jetzt haben wir natürlich die Frage, was ist denn dann nach der Hofwoche noch passiert? Und tatsächlich gibt es ein kleines Video-Statement von dem Werner und da schauen wir jetzt mal rein. Der Plan ist, dass wir einander wiedersehen wollen. Leonie will Ende des Jahres hier wieder besuchen kommen. Ich bin ganz dankbar über die Erfahrung mit Bausefrau. Ich bin dankbar, dass ich mich dazu beworben habe. Und ich weiß, manche Leute finden Werner vielleicht ein bisschen komisch und der hat natürlich auch eine sehr eigene Art, aber ich finde ihn irgendwie sympathisch und ich fand auch Leonie richtig sympathisch und ich wünsche den beiden wirklich das Beste vom ganzen Herzen. Weitermachen wir jetzt ebenfalls mit, was ist nach der Hofwoche passiert, denn wir gucken einmal rein, was bei Katrin und Marc so im Laufe der Zeit entstanden ist. Ich hätte nie für möglich gehalten, dass ich bei Bauersuchtfrau international meinen Deckel finde. Ich bin sehr glücklich und das sieht man mir wahrscheinlich an, weil ich streue die ganze Zeit so wie ein Schilling. Und Katrin, du bist ein wunderschöner Schilling und ich freue mich natürlich von Herzen. Katrin schreibt auch immer mal wieder hier Kommentare, deswegen hat sie letztens schon gesagt, dass sie bei keiner Bauersucht-Frau-Staffel mehr dabei sein wird in Zukunft. Was ich natürlich schade finde. Ich wünsche aber dir und Marc natürlich alles, alles Gute. Und wenn du Lust hast, kannst du ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch immer noch zusammen seid. Zu dem Zeitpunkt dort war es auf jeden Fall alles sehr harmonisch. Wir haben seitdem schon 5-mal gesehen, aber es ist immer wirklich eine längere Zeit, was wir dann zusammen sind. Man hat sich immer wieder ein bisschen ein Stück genähert. Ja, es ist der Rest, den sieht man mir wahrscheinlich eh an. Aber nicht nur Katrin strahlt über beide Backen, auch der Marc ist richtig glücklich und das sagt er uns auch in seiner richtig schweizerischen Euphorie. Dann bei der Hofwoche hatte ich Gefühle für Katrin. Dann wurden die Gefühle eigentlich immer stärker. Ich habe einfach gemerkt, dass ich gerne mit ihr Zeit verbringe. Und dass sie mir gut tut. Und dann spricht Marc es auch einmal klipp und klar aus, dass auch wirklich keine Fragen offen bleiben. Wir sind ein Paar, wir sind verliebt, glücklich zusammen und genießen es, ja. Es freut mich für die beiden und man merkt auch richtig, da ist wirklich eine Sympathie, eine Liebe vorhanden und Katrin kann das auch richtig gut ausdrücken. Sobald ich bei ihm in seiner Nähe bin, ist es einfach ein wunderschönes Gefühl. Ich freue mich immer schon so extrem, dass ich wieder sehe, dass ich ihn umarmen kann und einfach die Zeit mit ihm zusammen genießen kann. Und die Katrin hat natürlich zufälligerweise heute am Drehtag noch ein wunderschönes Geschenk mitgebracht. Die beiden waren nämlich schon zusammen im Urlaub, was auch gut funktioniert hat. Und da gab es natürlich auch ein paar schöne Bilder. Das sind jetzt die Bilder von unserem ersten Urlaub. Sind sehr schön. Ja, die Bilder auf der Leinwand waren ja von Gran Canaria, von unserem ersten gemeinsamen Urlaub. Ende gut, alles gut. Und den Abschluss hat dann Inka Bause gemacht. Die ist auch noch mal zu Besuch vorbeigekommen. Das wollte ich jetzt gerade fragen. Ihr redet wirklich schon über Zusammenziehen? Ist das schon klar, dass du deine Heimat verlässt? Für die Katrin, für die Liebe? Ja, wenn es passt, wieso nicht, ja. Und ich feiere das an Marc, dass er einfach immer so, der ist immer so direkt und
ne, auch nicht so mega euphorisch, aber er sagt halt einfach das, was er denkt und was er will. Klipp und klar. Also ich habe ja schon so Kinder gehört, Hochzeit. Also ich freue mich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich auf diese guten Nachrichten möchte ich jetzt sofort ein Stück Möhrenkuchen essen. Ja, gerne. Das ist also unser zweiter erfolgreicher Abschluss bei dieser Bauersuchtfrau International Staffel. Und wir machen auch mit dem nächsten sehr positiven Bauern weiter. Ja, wir sind heute da, dass wir da ein bisschen helfen. Genau, als erstes wollen wir die Hygienevorschriften machen. Darf ich euch mal eine Schürze geben und ein Haarnetz. Der Johannes und der Florian haben also noch weiter Spaß in der Hofwoche und sind jetzt bei dem Bruder von Johannes und helfen da beim Klöße machen oder so. So, da. Geht schon. Ja, der kann schon kneten. Ich hoffe, er kann mal gut massieren auch oder so. Mir ein wenig durchkneten. Du kannst auf jeden Fall den Physiotherapeuten für deine Pferde sparen. Ich wünsche dem Johannes natürlich alles Gute, dass er so richtig geknetet wird, wie er das auch gerne möchte. Und auch sein Bruder ist glücklich und hat die beiden wirklich ins Herz geschlossen. Also ja, das eine ist sein Bruder, aber ihr wisst, was ich meine. Von Florian, mein erster Eindruck ist, er ist ein sehr lustiger Bursch. Ich verstehe mich recht gut mit ihm und ich glaube, dass die zwei recht gut zusammenpassen. Der Johannes ist natürlich glücklich, dass der Bruder auch das grüne Licht gibt und dann müssen die Klöße noch in eine Fritteuse und ja, das wird auch gemacht. Dann dürfen sie schwimmen lernen. Sprudeln. Gehst du eigentlich gern schwimmen, weil ich gerade schwimmen gesagt habe? Ja, also ich kann Schwimmbad jetzt nicht im Fett, aber im Schwimmbad oder im See bei uns, also bin ich immer gern drin. Man sollte aber nicht zu viel reden beim Klöße machen, denn man hätte die so ein bisschen schwenken müssen, damit die nicht am Boden festkleben. Aber manchmal ist die Liebe halt einfach wichtiger. Ah, Scheiße. Wir hätten die ein bisschen schütteln müssen, dass sie da anpicken. Das heißt, unsere ersten Kaspersknirren sind einmal verkackt. Aber das ist auch gar nicht so schlimm. Es werden dann Koffer gepackt, aber tatsächlich noch nicht für die Abreise, sondern für etwas anderes. Florian zieht jetzt dann zu mir ins Zimmer ein und ich hoffe, er kriegt überhaupt sein ganzes Gewand rein, weil er ist ein Modedesigner, der wird dafür mit haben. Und dann freue ich mich auf die erste gemeinsame Nacht bei mir im Zimmer. Ihr merkt also schon, es ist ein ordentliches Tempo, aber wenn die beiden sich wohlfühlen und verliebt sind, dann kann ich das natürlich auch voll und ganz verstehen. Dass der Florian die rechte Seite meinem Bett will, finde ich perfekt, weil ich schlafe links. Ja, dann braucht man nicht streiten und alles perfekt. Ja, dann kann man gemeinsam in der Mitte liegen. Was dann in der Nacht passiert ist, das bleibt deren Geheimnis, aber es geht dann am letzten Hoftag weiter und es gibt nochmal eine kleine Überraschung vom Johannes für den Florian. Und ich hätte eigentlich nie geglaubt, dass das ja so passen kann und ich da eigentlich echt jetzt einen Traummann neben mir sitzen habe. Ach, das ist süß, aber nee, ich hätte damit auch nicht gerechnet. Und dann warst du ein nettes Schnecki wie du mit dabei. Oh. Also war schon schön, du. Die beiden haben also eine Kutschenfahrt gemacht und sind dann auch nochmal zu so einer kleinen vorbereiteten Stelle gekommen. Und ja, die Gefühle laufen Achterbahn, wie Helene Fischer jetzt sagen würde. Der Flo ist schon mein Traummann. Ja, das muss man schon nochmal finden. Also da kommt so schnell keiner mehr dran, glaube ich. Und der Johannes ist wirklich richtig verliebt, ne? Aber auch der Florian, ich glaube, der hat Bock. Das war jetzt eine kurze Zeit, aber total intensive Zeit. Und in mir drin wächst natürlich auch was. Gefühlstechnisch, wir haben ja einfach einen super guten Draht zueinander. Haben wir schon seit dem ersten Tag eigentlich gehabt. Und bin jetzt absolut froh, dass du da bist. Und letzte Folge, also wollen wir natürlich auch hier wissen, wie es weitergeht. Und ich glaube, das, was hier passiert, ist auf jeden Fall das Highlight der Staffel. Hallo meine Lieben, so, ich melde mich von mir aus der Küche mit riesengroßen Neuigkeiten-News. Und zwar ist heute der Tag der Tage, der Florian zieht zu mir, jetzt nach 4 Monaten schon. Und ja, jetzt warte ich auf ihn und habe Blumen besorgt und eine Schokolade für zärtliche Momente. So, wer ist denn da? Na, hi. Die beiden ziehen also schon zusammen. Also viel weiter geht es ja gar nicht. Ich wünsche den beiden natürlich, wie allen anderen auch, das Allerbeste und dass die Liebe für immer halten wird. Einer meiner geheimen Favoriten in dieser Staffel war ja der Emil. Und bei dem lief die Hofwoche ja auch richtig gut. Inka Bause wollte dann nochmal nachschauen, was denn draus geworden ist. Nach der Hofwoche, ich habe viel geredet auf WhatsApp, Sprachnachricht, Video gemacht. Ich wollte
noch Susanne besuchen gehen. Aber dann mit der Pflanzerei war leider Probleme. Da war kein Regen. Wir mussten hier sitzen und warten. Dann habe ich jetzt leider keine Zeit gehabt, um noch diesen Besuch an Susanne zu organisieren. Und ja, es war ja schon klar im Grunde, dass es sehr schwierig wird, dass der Bauer dann wirklich auch die Frau besucht. Ne? Man hätte hier dann auch quasi eine Frau gebraucht, die direkt sagt, okay, ich komme nochmal und bleib erstmal bei dir. Aber das war dann wohl doch nicht so möglich. Und dann ging das wohl auch ein bisschen auseinander. Susanne ist dann zurück und dann fängt das normale Routine wieder der an. Alltag. Ne? Genau. Dann muss ich auch sagen, wir hatten eine schwierige Zeit die letzten paar Monate gehabt. Es war kein Regen, wir haben trocken gepflanzt. Und das kommt dann alles so auf. Und so ist dann Emil am Ende schon glücklich über die Hofwoche, aber mit der Susanne hat es leider nicht so richtig funktioniert. Ich freue mich, dass ich Susanne kennengelernt habe, aber Susanne und ich bin nicht zusammen, wir sind kein Paar. Ne? Der Abstand, Susanne, dieses 3000 oder 4000 Kilometer, wie viel, aber spielt doch eine Rolle. Ja, und das tut mir natürlich schon ein bisschen leid. Auf der anderen Seite macht der Emil trotzdem einen sehr glücklichen Eindruck und ja, so ganz dringend braucht er jetzt auch keine Frau. Ich bin jetzt erstmal ganz glücklich hier auf mein eigenes Ziel hier so mit meiner Hunde und alles und ich bin nicht jetzt mehr offen für eine Frau. Ich wünsche dem Emil natürlich trotzdem, dass er vielleicht noch seine große Liebe finden wird und wer weiß, vielleicht sehen wir ihn ja in irgendeiner anderen Staffel nochmal wieder. Weiter geht es dann mit der letzten Hofwoche, die jetzt noch nicht vorbei ist und das ist unsere Lisa, die zu Besuch ist bei Eskiel. Ich wollte dich fragen, ob ich dich beschneiden darf. Ja, hast du schon alles bereit? Ja. Ich kann nicht Nein sagen. Nee, weil ich finde, du siehst ein bisschen unmöglich aus. Ach so. So ein bisschen haarig. Ich war mir kurz nicht ganz sicher, was sie jetzt genau beschneiden möchte, aber dann ist mir eingefallen, okay, ich glaube, die Lisa ist eine Friseurin. Ich war übrigens heute auch beim Friseur. Tschakka, 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 bam, Alter. Ich hasse Haare. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber ich hasse Haare. Ich hasse Haare, wenn die hier über mein Ohr wachsen. Ich hasse das. Ich will einfach nur Haare weg. Am liebsten Glatze. Izzy gefällt mir sehr gut und ich würde nichts an ihn verändern. Ja, außer vielleicht seine Haare schneiden. Weil ich finde, das muss ein bisschen ordentlicher sein. Man muss gepflegt sein. Und ich habe mir schon oft Gedanken darüber gemacht, ob es nicht eigentlich richtig cool wäre, wenn man eine Freundin hätte, die Friseur ist. Weil das wäre irgendwie, ja, irgendwie fände ich das ziemlich gut. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass die Friseurin, bei der ich immer bin, ich mich schon ein bisschen in die verliebt habe. Aber naja, was will man machen, ne? Und fühlst du dich wohl? Ja, ja. Oder hast du Angst? Vielleicht ein bisschen. Aber während Eskiel hier das Herz der Friseurin erobert, ja, habe ich wahrscheinlich bei meinem Friseurbesuch relativ wenig erobert. Aber immerhin habe ich jetzt wieder kurze Haare und bei Eskiel, da sieht's auch ganz gut aus. Möchtest du in die Hand halten? Ja. Nehmen? Nein. Ey. Ja, nur ein Witz. Das ist schön. Oh, gefällt mir. Ja? Sieht viel besser. Du hast eine sehr gute Arbeit gemacht. Weiter geht's dann auf der Hofwoche mit Weinproduktion, weil das ist ja auch ein Teil von Eskiels Leben. Und da ist Lisa dann die helfende Kraft heute. Ein Kunde von mir brauchte 20 Flaschen, habe ich gesagt. Ja. Und jetzt ist meine Kollege hat Urlaub und dann ich brauche Hilfe ein bisschen. Für die Flasche abfüllen und einkorken. Dementsprechend bekommen sie dann natürlich auch eine kleine Einweisung und es sieht auf jeden Fall interessant aus, wie das so mit dem Wein vonstatten läuft. Die Flasche zu abfüllen ist eigentlich sehr einfach. Mhm. Du musst nur hier dran die Flasche. Und wie voll machst du das jetzt? Bis zu hier. Und dann? Du sollst achten und noch ein bisschen. Okay. Ja, prima. Und der Lisa hat es dann auch so eine kleine Assoziation gegeben mit einem anderen Vorgang, wo man auch Flaschen füllt. Wassermarsch. Kann ich mich direkt einstellen hier. Für mich war es wie Kühe melken. Also finde ich ganz cool, Wein melken. Könnte ich mich dran gewöhnen. Und da stellt sich natürlich direkt die Frage, ob sie schon mal eine Kuh gemolken hat. Und wenn ja, wieso eigentlich? Aber ja, steht auf jeden Fall auch noch auf meiner Bucketlist. Ich muss auch mal irgendwann eine Kuh melken, oder? Das war die letzte. Schön super gemacht. Danke für deine Hilfe. Bitte schön, gerne. Ah, das war ein bisschen schlimm.
Ich fand das echt richtig spannend, dass ich das mal miterleben durfte. Das war mir echt eine Ehre. Aber gearbeitet wurde jetzt auch genug bei Ezkiel. In der Folge und den letzten Hoftagen haben sie sich dann ein bisschen mehr auf die Freizeitaktivitäten beschränkt. Und der Ezkiel hat zum Beispiel ein kleines Liedchen vom Heino für die Lisa gesungen. Und das ist kein Scherz. Ich bin schon seit Tagen verliebt in Rosamunde. Ich denke, jede Stunde, sie muss es erfahren. Das fand ich sehr, sehr romantisch von ihm und sehr süß, die Geste. Ich fand das richtig klasse. Also ich habe das noch nie erlebt, dass das ein Mann überhaupt gemacht hat für mich. Und die Schmetterlinge kamen dann so langsam auf. Also, dass man damit wirklich Schmetterlinge erzeugen kann. Was ist dann eigentlich noch alles möglich in dieser Welt? Ich habe sie gesehen, ihre schöne Figur war erotisch, muss ich sagen. Und ja, es war gut. Und wie ihr seht, die beiden gehen jetzt in den Pool zusammen und der Ezkiel, der ist wirklich begeistert von der Lisa und von ihrem Körper. Und so ein bisschen merkt man, wird es auch erotischer. Guck mal, wie lieb ich bin, ich fütter dich. Hier, kannst du die letzte Traube auch noch. Das ist einfach enjoy life. Und auch hier möchte man natürlich wissen, wo stehen wir jetzt eigentlich? Deswegen wird es einfach direkt angesprochen. Und was sagst du zu mir? So, was? Wie findest du mich? Was sagst du? Also jetzt vom Kennenlernen her. Und man muss wirklich sagen, der Ezkiel hat richtig tolle und schöne Worte gefunden. Du bist sehr süß. Du bist lustig. Du bist spontan, du bist naja, extravagant. Mhm. Ja. Dann ich mag dich. Ich mag dich auch. Ja? Ja. Und man hat gemerkt, bei den beiden wird es immer intensiver und ja, da baut sich so eine gewisse elektrisierende Stimmung auf. Und das hat der Ezkiel natürlich direkt genutzt und am letzten Abend nochmal eine große Überraschung vorbereitet. Surprise! Darf ich die Augen öffnen? Ja. Und dieser Abend, den haben die beiden wirklich richtig genossen und der ist auch richtig gut angekommen. Danke, dass du das so schön gemacht hast. Findest du romantisch? Mhm. Ja. Ja. Und du machst das? Ich mag das. Auf die Romantik. Auf die Romantik. Und auf uns. Ja, auf uns. Sehr fein. Der Abend war für beide richtig, richtig bedeutend und Lisa kam sogar ein bisschen ins Schwärmen. Es war der schönste Moment, den ich die Woche hatte mit ihm. Da fehlte nichts mehr. Vielleicht ein Kuss. Danke für dich. Ja, ich mag dich. Ich mag dich auch. Aber jede Reise hat ein Ende und auch hier kommen wir dann an den Tag der Abreise an. Ich hasse Abschied. Mein kleiner Kinderkoffer zu packen ist mir echt sehr schwer gefallen. Aber muss ich ja machen. Ich muss ja auch irgendwann mal wieder nach Hause. Und man merkt auf jeden Fall, Lisa ist sichtlich ergriffen von dem Abschied und es hat ihr wirklich richtig gut gefallen. Man hatte vielleicht am Anfang so ein paar Vorurteile oder so, aber ich muss ganz ehrlich sagen, in der Folge oder in den Folgen generell, Lisa war eine wirklich sehr herzliche und auch ehrliche Haut. Also mir hat sie auf jeden Fall sehr gut gefallen. Das war richtig schön. Ja, so finde ich auch. Ich habe nicht erwartet, ist sehr besonders für mich. Ich möchte dich auf jeden Fall wiedersehen. Ja. Und dann gab es sogar am Abschied den ersten richtigen Kuss von den beiden. Das einzige Problem ist, zwischen ihnen liegen jetzt, keine Ahnung, 6, 7, 8, 9, 10.000 Kilometer. So ein schönes Erlebnis hatte ich noch nie in meinem Leben. Und ich werde es auch niemals vergessen. Das bedeutet mir echt sehr viel. Ich habe ihn echt sehr lieb gewonnen in der Woche. Jetzt hast du rote Lippen. Ja. Ja. Ja, und die Gefühle waren wirklich stark in dem Moment. Und ich persönlich finde auch, dass das so 100% ehrlich rüberkommt. Das Problem ist nur, es gibt jetzt halt das Statement von, was dann am Ende daraus geworden ist. Und seien wir ganz ehrlich, diese Entfernung, ne, die ist wirklich sehr, sehr groß. Leider hat es nicht gehalten. Nach der Hofwoche waren Lisa und ich ein Paar. Wir haben täglich geschrieben und telefoniert, aber leider wir haben gemerkt, dass wir haben nicht
die gleichen Interessen. Wir haben uns getrennt, aber man weiß nie, wo Liebe zu finden ist. So. Ich warte noch auf der Richtige. Und das ist natürlich, gerade wenn man sieht, wie emotional und wie tief oder wie stark die Gefühle in dem Moment auch schon waren, ja, ist es natürlich schade, dass es dann am Ende nicht weiterging. Aber jeder, der schon mal irgendwie eine Fernbeziehung oder ähnliches, ja, nur annähernd sowas hatte, der wird verstehen können, dass das wirklich sehr schwierig ist. Aber damit sind wir dann mit allen Hofwochen durch. Wir haben allerdings noch Statements, zum Beispiel von unserem Tom. Und der ist ja mit der Astrid am Anliebeln. Die Astrid und ich, wir lernen uns langsam besser kennen. Sie war im Februar wieder hier für 3 Wochen und wir telefonieren jeden Tag. Ich bin Bauersuchtfrau, sehr, sehr dankbar, dass ich den Mann fürs Leben gefunden habe. Ja, und das hört sich bei Astrid ja schon richtig deutlich an, aber die beiden, finde ich, passen auch irgendwie richtig gut zusammen und ich wünsche denen alles, alles Gute. Vielleicht werden wir von denen irgendwann ja nochmal hören, ob die wirklich dann zusammengezogen sind. Ein weiteres Update gibt es auch von unserem Karl-Heinz, der ist ja eigentlich dann als Single wieder rausgegangen aus der Hofwoche, aber der dachte sich, ja, ich schreibe da nochmal wen an. Nach der Hofwoche ging es dann weiter, da habe ich Conny kontaktiert, die ich aber unerklärlicherweise nicht genommen habe. Wir telefonieren oder schreiben uns fast täglich und das ist schon sehr schön. Da scheint die Conny also wahrscheinlich keinen Hund zu besitzen. Und dann ist da natürlich einiges möglich. Und unser letzter Bauer, der ein Statement geschickt hat, ist der Heiko aus La Palma. Und ich sag euch ganz ehrlich, das Ergebnis überrascht mich dort jetzt nicht. Leider habe ich mit Basti keinen Kontakt mehr. Und mein Beziehungsstatus ist leider wie vorher, dass ich alleine bin und mein I-Punkt fehlt. Ich will gar nicht zu viel dazu sagen. Ne? Schöne Grüße an Basti. Es hat leider nicht funktioniert. Das hätte man kommen sehen können. Naja, Partner finden ist halt auch eine schwierige Sache. Und das, liebe Freunde, war es jetzt von Bauer sucht Frau international. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächstes Jahr werden wir bestimmt wieder Bauer sucht Frau international anschauen. Und für alle, die nicht so lange warten wollen, im Herbst und Winter haben wir natürlich die neue Staffel Bauer sucht Frau. Und nächste Woche gibt es schon die Vorstellung der neuen Bauern. Schaltet da also auch auf jeden Fall wieder ein. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss.